Gescheiterte Fernsehsendungen, tote Schauspieler, umstrittene Handlungsstränge? Kein Problem, eine gute Fernsehserie wird immer einen Weg finden, um zu überleben. Und eine eurer Lieblingsserien könnte für einen Neustart bereit sein. Anfang 2021 haben Viacom, CBS und Paramount ihren wenig beachteten Streamingdienst CBS All Access in Paramount Plus umbenannt. Zum Start kündigten sie ein ehrgeiziges Programm an, das sich in der Entwicklung befand. Eines der wichtigsten geistigen Güter auf dieser Liste, Frasier. Laut Deadline wird Kelsey Grammer seine Rolle als Frasier Crane wieder aufnehmen. Den versnobten, arroganten Serienpsychiater aus Seattle, den er von 1993 bis 2004 in der NBC-Serie Frasier und ein Jahrzehnt lang in der Serie Cheers dargestellt hat. Das Revival ist eine Co-Produktion mit Grammers eigener Gramnet Production. Der Schauspieler hatte seit mindestens 2 Jahren versucht, einen neuen Frasier auf die Beine zu stellen. Time! Is irrelevant here in the seventh circle of hell. Grammer sagte dem New Yorker Fernsehsender NBC vor, dass die erste Folge des Revivals den Tod von Frasiers Vater Martin Crane thematisieren wird, da der Schauspieler John Mahoney 2018 verstorben ist. Frasier Crane wird nicht mehr als Radiopsychiater in Seattle arbeiten, sondern nach Boston zurückkehren, der ursprünglichen Heimat der Figur in Cheers, um einen Job als College-Professor anzunehmen. Bebe Neuwirth wird als Frasiers frühere Frau Lilith Sternin zurückkehren und ihr inzwischen erwachsener Sohn Freddy wird von dem neuen Darsteller Jack Cutmore Scott verkörpert. Niles und Daphnes inzwischen erwachsener Sohn David, gespielt vom Neuzugang Anders Keith, wird ebenfalls zu sehen sein, Niles und Daphne jedoch nicht. Ally McBeal kam 1997 auf Fox und veränderte sofort die gesamte Fernsehlandschaft. Es war eine einstündige Komödie mit Elementen von Drama, Seifenoper und Fantasy. Etwas, das es vorher noch nie gegeben hatte. Ally McBeal machte Calista Flockhart zum Star und gewann während der 5 Staffeln 7 Emmy Awards, darunter einen für die beste Comedy-Serie. Sogar der Titelsong Searching My Soul von Vonda Shepherd wurde zu einer Hitsingle. 2018 sagte Serienschöpfer David E. Kelly, dass es ein Reboot geben könnte. Er sagte gegenüber The Hollywood Reporter, aber ich denke nicht, dass es von mir gemacht werden sollte. Wenn es gemacht werden sollte, dann sollte es wirklich von einer Frau gemacht werden. 20th Television begann im März 2021 mit der Entwicklung einer Miniserie zur Wiederbelebung von Ally McBeal. Flockhart wird wahrscheinlich wieder in die Rolle der Titelheldin schlüpfen, während Kelly wie versprochen die kreativen Aufgaben an eine weibliche Showrunnerin abgeben und stattdessen als beratender, ausführender Produzent fungieren wird. Im August 2022 gab Deadline bekannt, dass ABC ebenfalls eine Ally McBeal-verwandte Serie in der Entwicklung hat. Produziert und geschrieben von der ausführenden Produzentin von Grey's Anatomy und Mixist Corinne Gist wird sich die neue juristische Comedy um die Tochter von Renee Reddick drehen, einer Staatsanwältin, die in der Originalserie von Lisa Nicole Carson dargestellt wurde. Die 1987 erstmals ausgestrahlte Serie Eine schrecklich nette Familie trug dazu bei, Fox' ausgefallenen Programmansatz zu etablieren. Ursprünglich trug Eine schrecklich nette Familie den Titel Not the Cosbys und bot eine düstere und zynische Interpretation der Familien-Sitcom. Dad? I've got a gut feeling they're gonna kill us. Trying to talk here, son. Der mittellose Chicagoer Schuhverkäufer Al Bundy hasste seinen Job. Sein einst so vielversprechendes Leben und vor allem seine Frau und seine Kinder, die faule Peggy, den unausstehlichen Bud und die schrullige Kelly. Die bissige, provokante Sitcom trug dazu bei, Fox im Fernsehgeschäft zu etablieren und die Serie produzierte bis 1997 Originalfolgen. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Versuche unternommen, die Bundys wieder ins Fernsehen zu bringen. Im Jahr 2014 kam ein Reboot über Bud Bundy, der in seinem Elternhaus zurückkehrt, nicht über das Entwicklungsstadium hinaus. Im Jahr 2022 berichtete Deadline dann, dass Sony Pictures Television mit der Arbeit an einem animierten Reboot der Originalserie begonnen hat. Die Entwicklung war bereits ein Jahr vor der Ankündigung angelaufen und alle 4 Bundy-Darsteller hatten sich vertraglich verpflichtet, ihre Rollen wieder aufzunehmen. Auch wenn Christina Applegates jüngste Gesundheitsmeldungen die Sache verkomplizieren könnten, ist der re-schrecklich nette Familie-Cartoon nach wie vor in Planung und wird, falls es bestellt wird, wahrscheinlich auf Fox, Hulu oder Peacock ausgestrahlt. Das Polizei-Action-Drama Star, Sky and Hutch aus den 1970er Jahren war eine der wichtigsten Fernsehserien seiner Zeit. David Soul und Paul Michael Glaser verkörperten Detective Ken Hutch Hutchinson, beispielsweise Detective Dave Starsky.
Sie waren Freunde und ungleiche Partner, die versuchten, die bösen Straßen von Bay City sicher zu machen. Meistens, indem sie einen klassischen roten Gran Torino herumführen. Im Jahr 2004 versuchten Ben Stiller und Owen Wilson, den Titel mit einer Verfilmung wieder aufleben zu lassen, die an den heimischen Kinokassen respektable 88 Millionen Dollar einspielte. Im Februar 2023 gab The Hollywood Reporter bekannt, dass Fox mit der Arbeit an einer neuen Version von Star, Sky & Hutch begonnen hat. Wie bei den Vorgängern wird die Serie ein Detektivduo in den Mittelpunkt stellen. Diesmal werden jedoch beide Hauptrollen von weiblichen Schauspielern verkörpert. In der Neuauflage leben und arbeiten die besten Freundinnen und Polizeipartnerinnen Sasha Starsky und Nicole Hutchinson in einem skurrilen Ort namens Desert City, wo sie Verbrechen bekämpfen und Bösewichte auffliegen lassen, während sie gleichzeitig versuchen herauszufinden, wer ihre Väter reingelegt hat. Die Produzenten der Serie werden dem Sender mehrere Drehbücher vorlegen, bevor sie endgültig grünes Licht geben. In den 1980er Jahren gelang es dem beliebten Schauspieler Andy Griffith mit Matlock ein weiterer langlaufender Fernsehklassiker. 9 Jahre lang spielte der Ben Matlock einen meisterhaften, teuren und typischen südländischen Strafverteidiger, der seine angeklagten Mandanten entlastet, während seine Ermittler den wahren Schuldigen aufspüren. Griffith spielte in insgesamt 181 Matlock-Folgen mit. Aber nach dem Tod des Stars im Jahr 2012 wurde klar, dass ein Neustart eine schwierige Neubesetzung erfordern würde. Nichtsdestotrotz bestellte CBS 2023 einen Pilotfilm mit einer neuen Serie und wählte die Oscar-Preisträgerin Kathy Bates für die Rolle der gerissenen, süß lächelnden Anwältin um die 70 aus. Ihre Figur wird Madeline Matlock sein, die aus dem Ruhestand zurückkehrt, um in einer renommierten Kanzlei zu arbeiten. David Del Rio und Lea Lewis werden Matlocks Anwaltskollegen Billy und Sarah spielen, während Jason Ritter den Sohn des Kanzleichefs spielen wird. Die gesunde Familienkomödie Wer ist hier der Boss? War ein großer Erfolg für ABC. In der 1984 bis 1992 ausgestrahlten Serie kehrte Tony Danza als Tony Michelli, ein ehemaliger Baseballspieler und alleinerziehender Vater, der eine Stelle als Haushälter für die Werbefachfrau Angela Bauer annimmt, ins Fernsehen zurück. You sent me a man for a housekeeper. Oh, don't be sexist. A man can do meaningless, unproductive work just as well as a woman. Für 2020 kündigte Sony Pictures Television eine Fortsetzung von Wer ist hier der Boss an, bei der die Stars der Originalserie Danza und Alyssa Milano als Hauptdarsteller und ausführende Produzenten an Bord sein werden. Das Revival spielt mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Serie von 1992. Tony hat seinen Job als Haushälter aufgegeben und Samantha ist eine alleinerziehende Mutter, die in ihrem Elternhaus lebt, demselben Haus, in dem auch ein Großteil der Wer ist hier der Boss spielt. Fast 2 Jahre später, im Jahr 2022, enthüllte The Hollywood Reporter, dass die Autoren des One Day at a Time Reboots, Mike Royce und Bridget Munoz-Leibovitz, die Drehbücher für die neue Serie schreiben würden, die exklusiv für Amazons Werbung unterstützenden Streamingdienst Freevee erscheinen wird. Viele Comedians haben Sitcoms um ihr Leben und ihre Stand-up-Routine herum aufgebaut. Aber Alle hassen Chris war ein wenig anders. Die Serie aus den 2000er Jahren spielt in den 1980er Jahren und dramatisiert humorvolle, herzerwärmende Ereignisse aus dem Leben des heranwachsenden Chris Rock, der von Tyler James Williams dargestellt wird. Das Leben des TV-Chris war humorvoll chaotisch. Er musste sich mit seiner verrückten Familie auseinandersetzen und versuchen, sich in einer Schule einzufügen, in der er einer der wenigen nicht-weißen Schüler war. Mitte der 2000er Jahre wurde Alle hassen Chris bei den Golden Globes für das beste Comedy oder Musical-Serie nominiert und war damit eine der wenigen UPN-Serien, die damals mit einem Preis bedacht wurden. Der Titel Alle hassen Chris war eine offensichtliche Parodie auf Alle lieben Raymond. Und das Revival wird diesem Witz eine weitere Ebene hinzufügen und anerkennen, dass die Zeit vergangen ist, indem es unter dem Namen Everybody Still Hates Chris in Produktion geht. Im August 2022 bestellte Paramount die Serie, ein animiertes Reboot, für seinen Streamingdienst Paramount Plus, wobei die Episoden auch auf Comedy Central ausgestrahlt werden sollen. Nur ein Mitglied der Besatzung hat offiziell zugesagt und das ist ein Schlüsselmitglied, Co-Schöpfer und Erzähler Chris Rock, der weitere Geschichten, die von seiner Kindheit in Brooklyn inspiriert sind, einsprechen wird.
Nach seiner Zeit bei der Komikertruppe Monty Python war John Cleese Mitbegründer und Hauptdarsteller der britischen Sitcom Fawlty Towers. Er verkörperte Basil Fawlty, einen ewig wütenden, verzweifelten und unfähigen Betreiber eines klein heruntergekommenen Motels. Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. Obwohl in den späten 1970er Jahren nur 12 Folgen über 4 Jahre liefen, wird Fawlty Towers von einigen als eine der besten Sitcoms aller Zeiten angesehen. Sie steht auf der IMDb-Liste der besten Fernsehserien, wurde zweimal mit dem BAFTA Award für die beste Situationskomik ausgezeichnet und von den Lesern der The Radio Times zur besten britischen Sitcom aller Zeiten gewählt. Im Jahr 2009 erklärte Cleese gegenüber BBC, dass er nicht an einer Wiederaufnahme von Fawlty Towers interessiert sei. Ich glaube, jeder wäre begeistert, wenn wir es machen würden. Das Problem ist, dass wenn man etwas macht, das allgemein als sehr gut anerkannt ist, ein schreckliches Problem auftaucht. Nämlich, wie kann man es übertreffen? Die Erwartungshaltung an das, was man tut, ist hoch. Cleese hat vermutlich einen Weg gefunden, denn 2023 kündigte er an, dass ein Fawlty Towers Revival unmittelbar bevorsteht. Cleese und seine Tochter Camilla werden das Drehbuch schreiben und die Hauptrolle in der neuen Serie spielen, in der Basil Fawlty und die Tochter der Figur ein kleines Hotel betreiben werden. Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Rob Reiner wird mit seiner Produktionsfirma Castle Rock bei der Produktion der Serie helfen. Von 2013 bis 2017 wurde At Midnight nachts um 12 Uhr auf Comedy Central ausgestrahlt und bot eine Alternative zu den Late-Night-Talkshows der Fernsehsender. Unter der Leitung des Moderators Chris Hardwick verband At Midnight Improvisation mit dem Format einer Spielshow, bei der er drei Comedians oder Schauspieler Punkte für die von ihnen kreierten Witze und das lustige Material erhielten, während sie sich über die Online-Kultur wie Memes, Blogposts, Instagram-Fotos und Promi-News lustig machten. At Midnight war ein sofortiger Erfolg und wurde mit einem Emmy ausgezeichnet, beendete aber seine Laufzeit, als sich das kulturelle Klima schnell änderte. Als Donald Trump Präsident wurde das Online-Geschwätz von politischen Themen dominiert. Im Jahr 2018 sagte Hardwick gegenüber Insider, wir waren keine politische Show. Da die The Late Show with James Corden im April 2023 ausläuft, hat CBS mit einer neuen Ausgabe von At Midnight einen Ersatz gefunden. Laut Deadline wird CBS durch die Produktion einer Spieleshow anstelle einer Talkshow 25 Millionen Dollar an jährlichen Produktionskosten einsparen. Stephen Colbert soll als ausführender Produzent fungieren, während der umstrittene Hardwick voraussichtlich nicht an dem Reboot beteiligt sein wird. Futurama ist eine Serie mit rasanten Witzen, einer Vielzahl von Gags, raffinierten Science-Fiction-Anspielungen und einer umfassenden Mythologie. Sie dreht sich um den Alltag von Planet Express, einem interstellaren Lieferunternehmen, das dem genialen Wissenschaftler Professor Farnsworth gehört. Die Besatzung des Planet Express-Schiffs besteht aus der einäugigen Mutantin Leela, dem roboterhaften Misanthropen Bender und dem dummen Faulpelz Philip J. Fry, der im Jahr 1999 kryogenetisch eingefroren wurde und im Jahr 3000 wieder aufgewacht ist. Trotz des Stammbaums vom Schöpfer Matt Groening, dem Mann hinter den Die Simpsons, war Futurama nie ein Quotenhit. Tatsächlich wurde die Serie mehrmals abgesetzt und wieder aufgenommen. Nachdem Fox die erste Staffel im Jahr 2003 eingestellt hatte, folgte eine Reihe von Direct-to-DVD-Filmen, die von Comedy Central zu einer Staffel zusammengefasst wurden. Nach der Befestigung von zwei weiteren Staffeln wurde Futurama 2013 ein weiteres Mal abgesetzt. Und jetzt kehrt die Serie zurück. Those asinine morons who canceled us were themselves fired for incompetence. Verity berichtete 2022, dass Futurama zurückkehren wird, dieses Mal auf dem Streaming-Dienst Hulu. Die ursprünglichen Darsteller Katie Segal, Billy West, Lauren Tom, Phil Lamar und andere haben sofort unterschrieben, um ihre Rollen wieder aufzunehmen. Während John DiMaggio die Stimme von Bender dem Projekt nach dem Gehaltsstreik beigetreten ist. Die Drehbücher sind geschrieben, die Darsteller haben vorgesprochen und die Produktion hat offiziell begonnen. Weitere Episoden sollen in naher Zukunft folgen. In den letzten Jahren haben sich Christopher Miller und Phil Lord zu einem der produktivsten Autoren-Regie-Produzententeams im Comedy-Bereich entwickelt. Sie führten bei den Jump Street Film Regie, waren Co-Autor und Regisseur von The Lego Movie und produzierten Spider-Man: A New Universe, für den sie den Oscar für den besten animierten Spielfilm erhielten.
Davor, im Jahr 2002, waren Miller und Lord Co-Autoren, Regisseure und Synchronsprecher bei Clone High, einer albernen animierten Sci-Fi-Comedy-Serie für MTV, die nur 13 Folgen lang lief. Clone High ist eine Parodie auf die Teenager-Soaps der damaligen Zeit und spielt an einer Highschool, die ausschließlich von Klonen historischer Persönlichkeiten bevölkert wird, die von einer zwielichtigen Organisation zu hinterhältigen Zwecken geschaffen wurde. Clone High wurde zwar schnell abgesetzt, hat sich aber in den vergangenen Jahrzehnten zu einer Art Kulthit entwickelt, insbesondere nachdem Miller und Lord zu Comedy-Größen aufgestiegen sind. Die beiden verpflichteten sich 2020 für ein Revival und Ende 2022 verriet Miller auf Twitter, dass die neue Clone High-Serie wahrscheinlich irgendwann 2023 auf HBO Max erscheinen wird.